Gottesdienst und ich danke dir, dass wir in deinem Namen heute ja, zusammenkommen dürfen, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir ja, vor deinem Thron stehen und ja, deine gute Botschaft, deine frohe Botschaft miteinander teilen dürfen. Heilig, heilig.
Gottes, das geopfert ist. Lob und Ehre sei dir, dem König, auf dem Gnadenthron. Heilig, heilig, heilig ist der Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Friedenskirche. Ich begrüße herzlich alle hier im Saal, in den Übertragungsräumen und auch alle, die von zu Hause oder von unterwegs jetzt online dabei sind. Schön, dass wir gemeinsam heute Gottesdienst feiern können. Gottesdienst feiern, das heißt, wir lassen uns dienen von Gott,
dem Heiligen und Allmächtigen, und wir antworten darauf mit Anbetung. Denn Gott allein gebührt die Ehre. Wir freuen uns auf die Predigt von Silas Stock, der uns heute in die Anbetung mit hineinnehmen wird. Die Informationen, die an dieser Stelle immer folgen, sind recht übersichtlich, denn es sind Sommerferien. Wir laden herzlich ein zum Open-Doors-Gebet für verfolgte Christen gleich nach dem Gottesdienst oben im Gebetsohr. Und wer auch während der Sommerferien, was Gemeinde angeht, immer up-to-date sein möchte, der schaue bitte in die Friedenskirchen-App. Ich möchte beten und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Ich beginne mit Worten aus Psalm 150. Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht. Lobet ihn für seine Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalter und Harfen. Lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen. Lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja! Großer Gott, danke, dass wir dich loben können. Wir danken dir auch für die Psalmen, die uns dein Lob lehren, sodass wir Worte finden, die unsere Herzen zu dir ziehen. Gott, du bist die Quelle des Lebens. Aus dir schöpfen wir. Lass uns doch mit deiner Hilfe die Schöpfung auch heute wieder bestaunen und bewahren. Gott, du bist das Licht der Welt. Du öffnest uns die Augen. Bitte lass uns mit deiner Hilfe auch dahin schauen, wo Dunkelheit herrscht. Herr, unser Gott, wir bitten dich, schau du mit deinen Augen der Liebe und des Erbarmens auch auf die Menschen, die heute Gewalt erleiden. Schau auf die, die nichts mehr ernten können, weil ihre Felder verdorrt sind und denen jetzt das Nötigste zum Leben fehlt. Wir bitten dich, schau auf die, die die Hoffnung auf ein besseres, ein gutes Leben aufgegeben haben. Guter Gott, wir bitten, schenke ihnen und uns allen heute ein Zeichen deiner Liebe und Barmherzigkeit. Und Herr, wir kommen vor dir auch in der Stille und bringen dir unsere persönlichen Anliegen. Herr, und wir bitten dich jetzt darum, segne bitte alle Gottesdienste, die heute weltweit gefeiert werden. Und wir verbinden uns mit allen Christen in dem Gebet, das die Welt umspannt. Und wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun möge der Heilige Geist unsere Herzen und Gedanken ausrichten auf die Predigt. Wow, was für eine Hinführungsanbetung mit Lobpreis und Worten. Und ich möchte einsteigen mit einer Geschichte. Ich war letzte Woche, durfte ich in Barcelona sein. Und zwar in der Sagrada Familia.
Ihr seht sie hier, ist eine ganz große Kirche, ein beeindruckender Bau, der seit 1882 gebaut wird und immer noch nicht vollständig ist. Man hat mal gesagt, 2026 soll es fertig werden. Jetzt verzögert sich's weiter. Wenn sie fertig ist, soll die Kirche 18 vollständige Türme haben und 3 große Fassaden. Eine Fassade, die die Geburt Jesu Christi zeigt, eine, die seine Passion zeigt, und eine Gloria-Fassade, die Jesus in seiner Herrlichkeit, in seiner himmlischen Herrlichkeit und den Vater in seiner himmlischen Herrlichkeit zeigen soll. Die ist noch nicht fertig, die ist auch noch im Bau. Und im Gegensatz zu diesen vielen äußeren Verzierungen mit Geschichten und Symbolik ist die Kirche innen vergleichsweise schlicht, aber nicht weniger beeindruckend. Im Zentrum über dem Altar hängt der gekreuzigte Christus. Und die Innengestaltung, die ist an die Schöpfung angelehnt. Die Säulen erinnern, ihr seht es hier auf den Bildern, vielleicht kann man so ein bisschen erkennen, an Bäume. Und die bunten Kirchenfenster stehen für die 4 Jahreszeiten und bringen ganz besonderes Licht in das große Kirchenschiff rein. Insgesamt also ein sehr ehrfurchtsgebietendes Gotteshaus, das das Wirken von Jesus und seine Person ins Zentrum stellt und gleichzeitig auch von großer Schönheit ist, die es zu bestaunen lohnt. Und ein kleiner schmerzlicher Fakt an alle Ulmer unter uns: der höchste Turm von der Sagrada Familia, der soll ungefähr 10 Meter höher werden als das Ulmer Münster, was momentan ja noch das größte Kirchengebäude der Welt ist. Also 10 Meter höher. Aber trotz dieser 10 Meter wird diese Kirche, wird dieser Christusturm, der höchste Turm, nicht höher sein als die umliegenden Berge von Barcelona. Und das war dem Architekten Antoni Gaudí ganz wichtig, weil er sagte, das Werk der Menschen soll nicht höher werden als das Werk Gottes. Was für eine schöne und demütige Position. Und dazu steht auf diesen ganzen Türmen überall Sanctus drauf und Halleluja. Also auch die Türme weisen auf die Herrlichkeit Gottes hin und stimmen mit dem Halleluja in Gottes Lob ein. Diese Kirche spiegelt also Gottes Schöpfung. Und dem Bau wohnt in all seiner Pracht dieser demütige Gedanke inne. Und er ist ehrfurchtsgebietend. Und er stellt Jesus ins Zentrum. Also ein Ort, an dem ein Stück weit erkannt werden kann, wie Gott ist, und an den Fassaden, was er für seine Menschen getan hat. Ein Ort der Anbetung. Anbetung, was ist das eigentlich genau? Wir gebrauchen die christliche Vokabel Anbetung häufig für die Lieder, die wir im Gottesdienst singen. Und wenn wir in die Bibel schauen, finden wir dort ganz unterschiedliche Texte und Formen der Anbetung. Immer wieder werden dabei unterschiedliche Aspekte der Anbetung deutlich. Und deshalb habe ich heute keinen direkten Bibeltext, sondern wir schauen uns mehrere Texte an, ausgewählte Bibelstellen zur Anbetung. Und wir fangen da an bei der himmlischen Anbetung, von der wir heute schon ein paar Aspekte in Liedern und auch in den Gebeten gehört haben, hin zu einer Auswahl von irdischen Anbetungstexten, die wir im Alten und Neuen Testament finden, mit der Frage, wie können wir eigentlich anbeten? Und zum Abschluss gibt es dann noch einen kleinen Ausblick aufs Thema Hingabe. Himmlische Anbetung. Immer wieder finden wir in der Bibel Texte von Menschen, die einen Blick in den Himmel bekommen durften und versuchten, das in menschliche Worte und Bilder zu fassen. Das zu fassen, wie Anbetung im Himmel aussieht. Und im Buch der Offenbarung finden wir da unter anderem so eine Schau in Kapitel 4 und 5. Und es lohnt sich sehr, die Kapitel mal komplett zu lesen. Ich werde jetzt einige Ausschnitte davon nach der neuen Genfer Übersetzung lesen. Der Thron Gottes. Offenbarung 4. Danach wurde mir etwas anderes gezeigt. Ich sah im Himmel eine geöffnete Tür und hörte, wie die gleiche Stimme, die schon zuvor mit mir gesprochen hatte und die eine Posaune klang, zu mir sagte: Komm hier herauf, ich werde dir zeigen, was nach den Dingen, von denen du bereits gehört hast, noch kommen muss. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen und auf dem Thron saß jemand, von dem ein Leuchten ausging, wie von einem Diamanten oder einem Karneol. Ein Regenbogen, strahlend wie ein Smaragd, umgab den Thron mit seinem Glanz. Rings um den Thron standen 24 andere Throne, und auf diesen Thronen saßen 24 Älteste, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Kronen trugen. Unmittelbar beim Thron, rings um ihn herum, standen 4 lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher, er, der war und ist und der da kommt. Und so oft sie
die Ehre erweisen dem, der auf dem Thron sitzt und in Ewigkeit lebt. So oft sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten vor ihm nieder und beten ihn an. Ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Kronen vor dem Thron nieder und rufen: Würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Gewaltig, was für ein Lobpreis. Und wir springen weiter ins Kapitel 5. Da geht es jetzt um den himmlischen Lobpreis und die Anbetung von Jesus. Das versiegelte Buch und das Lamm. Nun sangen die vier lebendigen Wesen und die Ältesten ein neues Lied. Es lautete: Würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott. Und sie werden einmal auf der Erde regieren. Dann sah ich eine unzählbare große Schar an Engeln, tausendmal Tausende und zehntausendmal Zehntausende. Sie standen im Kreis rings um den Thron, um die vier lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen: Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Anbetung. Und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum, hörte ich mit einstimmen und rufen: Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Die vier lebendigen Wesen antworteten: Amen. Und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Gewaltig. Die himmlische Anbetung in Offenbarung 4 und 5 bringt zum Ausdruck, wer Gott ist. Als Vater und als Sohn. Sie bringt zum Ausdruck, was er getan hat und was er tun wird. Und betet ihn dafür an. Mit Gesang, mit Worten und auf den Knien. Heilig, heilig, heilig. Sie rühmen, erweisen Gott die Ehre, bringen ihm Dank, werfen sich nieder, anbeten, legen ihre eigenen Kronen nieder. Ihre eigene Ehre zur Ehre Gottes. Und diese Anbetung, die ist unverzweckt, ohne direktes Ziel, mit voller Aufmerksamkeit für Gott. Die Anbetenden erwarten nichts von Gott für ihre Anbetung, sondern anbeten einfach, weil Gott würdig ist, auf diese Weise verehrt zu werden. Wer Gottes Herrlichkeit in dieser himmlischen Dimension gesehen hat oder begriffen hat, wie die aussehen kann, da bin ich überzeugt, er kann nicht anders, als auf die Knie zu gehen und zu anbeten und alles hinzugeben. Anbetung, himmlische Anbetung ist demnach also auszudrücken, wer Gott ist und was er für seine Menschen getan hat, beziehungsweise was er in seiner Güte, Weisheit und auch Macht für seine Menschen tun wird. Wow, himmlische Anbetung ist gewaltig. Wie kann irdische Anbetung aussehen, hier bei uns? Einerseits, und das haben wir am Anfang schon gemacht, in den Liedern, die wir gesungen haben, wir haben diese Worte der himmlischen Anbetung uns zu eigen gemacht. Wir haben sie ausgedrückt gesungen. Und es gibt weitere zahlreiche Lieder und Texte, die diese Worte als Inspiration nehmen, um Gott zu anbeten. Oder wir können noch in die Bibel schauen und weitere Aussagen über Gott da finden. Aussagen von Menschen, die Dinge mit Gott erlebt haben und das niedergeschrieben haben. Und da bezeugen: So ist Gott, das tut er. Ein paar biblische Beispiele für Anbetung. Das Volk Israel kann uns darin ein großes Vorbild sein. Bis heute erzählen sich fromme Juden von den Taten Gottes, unter anderem an Passafest. Da drücken sie aus: Gott ist Befreier. Er führt aus Bedrängnis. Er führt auch durch Wüstenzeiten. Anbetung. Im Alten Testament war auch das Opfer eine Form von Anbetung. Anbetung für die Versorgung Gottes. Anbetung in Erwartung, dass er auch weiter versorgen wird. Und Anbetung einfach, weil Gott diese Anbetung verdient. Ein Beispiel ist David, der tanzte vor der Bundeslade und hat dadurch seine Anbetung für Gott zum Ausdruck gebracht. Ihm war sein eigenes Ansehen dabei egal, weil er voll Freude Gott gelobt hat für das, was Gott in seinem eigenen Leben getan hat und auch, dass Gott diese Bundeslade wieder zurück nach Jerusalem gebracht hat, dafür gesorgt hat. Die Psalmen, wurde auch am Anfang schon angesprochen, sind voller Anbetung Gottes. Wir hatten es zu Beginn mit Psalm 150, dem großen Halleluja.
Und auch hinter diesen Psalmen stehen oft Erfahrungen von Menschen, die sie mit Gott gemacht haben und dann zu Liedern verarbeiten, zu Anbetungsliedern. Und Lieder finden wir auch im Neuen Testament. Lieder und poetische Texte der ersten Gemeinde. Man nennt es sogenannte Hymnen, also Anbetungstexte, die besonders zum Inhalt haben, wer Jesus ist und was er getan hat. Ganz bekannt sind da der Philipperhymnus im Kapitel 2. Sehr spannend zu lesen, hohe Aussagen über Jesus und auch der Beginn vom Johannesevangelium, ein Hymnus, die beide davon zeugen, wer Jesus ist. Ein weiteres Beispiel ist Paulus, der seine Briefe häufig mit Anbetung verknüpft, mit Segen beginnt und auch die Abschlüsse seiner Briefe. Zum Beispiel Römer 16, ich lese uns da ein paar Verse, da anbetet er mit den Worten: Dem Gott, der die Macht hat, euch in eurem Glauben zu festigen durch das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, die mir anvertraut ist, dem Gott, der uns in dieser Botschaft seinen Plan mitgeteilt hat, ein seit undenklichen Zeiten verborgen gehaltenes Geheimnis, dem ewigen Gott, der dieses Geheimnis jetzt enthüllt hat und in dessen Auftrag es anhand der prophetischen Worte der Schrift allen Völkern bekannt gemacht worden ist, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben. Diesem Gott, der allein weise ist und den wir durch Jesus Christus preisen, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Was für eine Anbetung über das Wirken Gottes. Maria ist ein weiteres Beispiel. Sie lobt Gott für seinen Weg mit ihr und der gesamten Menschheit. Das große Magnificat in Lukas 1. Simeon betet über dem frisch geborenen Jesus Gott an und betet damit auch gleichzeitig Jesus an, den er als Heil für alle Völker, Licht der Nationen und Ruhm Israels bezeichnet. Der Jünger Thomas spricht aus, wer Jesus für ihn ist. Mein Herr und mein Gott. Jesus lädt seine Jünger und auch uns heute ein, mit dem Vater unser, Gott den Vater, anzubeten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und wahrscheinlich ist das Ende nicht original, aber eine frühe anbetende Ergänzung, wo es heißt, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir finden also in der Bibel unterschiedliche Ausdrucksformen von Anbetung. Erzählungen von Gottes Größe, Tanz, Lieder, Worte mit Jubel und Beschreibungen. Und allen gemeinsam ist, Gott wird gelobt dafür, für das, wer er ist, was er getan hat und was er tun wird. Das ist Anbetung. Und auch wieder das gleiche Motiv wie bei der himmlischen Anbetung und auch der Architektur von der Sagrada Familia. Gott wird dafür gelobt, wer er ist, was er getan hat und in Teilen auch dafür, was er tun wird. Aber was passiert eigentlich bei Anbetung? Wenn sich Menschen vor Augen halten, wer Gott ist und was er getan hat, dann stellt sich grundlegend erstmal die Frage, kann ich das glauben? Vertraue ich Gott? Für Anbetung braucht es diesen Glauben, das Vertrauen, dass Gott so ist, wie wir ihn mit unseren Worten und Liedern beschreiben. Anbetung bedeutet also, Glaubenswahrheiten über Gott auszusprechen. Und weil Glaube ein Geschenk ist, ein Geschenk Gottes, sind wir immer wieder dazu eingeladen, auch Jesus darum zu bitten, unseren Glauben zu stärken. Und den Heiligen Geist zu bitten, Anbetungsräume in unserem Herzen, diese Anbetungsräume auszubauen. Für den Glaubenden kann sich durch Anbetung auch die Perspektive verändern. In Anbetung, ich würde es mal so nennen, positionieren wir uns. Anbetung zeigt Gottes Position auf. Zum Beispiel, dass Gott alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Und wenn ich das ausdrücke, dann habe ich auch eine andere Hoffnung für das Weltgeschehen. Dann habe ich eine andere Hoffnung für mein eigenes, für meine eigenen Herausforderungen. Und gleichzeitig, Anbetung heißt positionieren, zeigt Anbetung auch unsere Position als Menschen. Wir sind angewiesen auf Gott. Und wir können und müssen es nicht richten. Denn Gott ist derjenige, der regiert. Und er ist auch derjenige, der uns auf der anderen Seite wieder mit Güte und Wertschätzung begegnet. Der uns beteiligen will an seiner Herrschaft und an seinem Wirken in dieser Welt. Sich positionieren, sagen, Anbetung führt in eine demütige und sehr gesunde Position über uns Menschen, weil sie uns wertschätzt und gleichzeitig Gott ganz groß macht. Was passiert bei Anbetung? Ich bin überzeugt, dass bei Anbetung Gewaltiges passieren kann, auch in der Welt, die wir nicht sehen. Die Bibel spricht immer wieder von Kämpfen in der unsichtbaren Welt. Und sie spricht auch davon, dass, wo der Name Jesus ausgesprochen wird, und dort, wo Anbetung geschieht, dass da andere Mächte fliehen müssen. Wo Anbetung ist,
Da ist Gottes Wirken und seine Gegenwart in besonderer Weise. Die Israeliten durften das im Tempel erleben, Gottes Gegenwart in besonderer Weise. Die ersten Christen bei ihren Versammlungen in Gebet und Anbetung. Und auch heute erleben Christen Gottes Gegenwart, dürfen wir Gottes Gegenwart in Anbetungszeiten in besonderer Weise erleben. Und durch Anbetung können auch Dinge möglich werden, die aus menschlicher Perspektive unmöglich erscheinen, nicht lösbar sind. Ich würde das ein Stück weit auch ein Geheimnis nennen. Das ist kein Mechanismus. Wir anbeten und Dinge verändern sich, aber doch wird immer wieder erlebt, dass Anbetung auf einmal Dinge verändert, die davor unmöglich schienen. Anbetung, stark. Und nach der Predigt haben wir noch eine Anbetungszeit und jetzt auch ein reiches Repertoire an Vorbildern und Ideen, wie wir Gott anbeten können. Aber nicht nur in den Anbetungszeiten hier sonntags im Gottesdienst, sondern auch in unserem Alltag dürfen und sollen wir Gott anbeten. Und dazu zwei konkrete Anregungen. Einerseits, und das ist jetzt schon durchgeklungen, lass uns schauen auf die Eigenschaften Gottes, wie er in der Bibel beschrieben wird, wie Menschen, die Erlebnisse und Erfahrungen mit Gott gemacht haben, Gott beschreiben und ihn mit diesen Eigenschaften anbeten. Eine Liste an Eigenschaften. Gott ist die Liebe, er ist Weisheit, er ist gütig, allmächtig, heilig, ehrfurchtgebietend, treu, fürsorglich, Schöpfer, Erlöser, Beistand, guter Vater, hingebungsvoller Sohn, kraftvoller Heiliger Geist, Hirte, Heiler, Gabengeber, Versorger, Erbarmer, Tröster, Befreier, Friedefürst, derjenige, der in die Wahrheit führt, Alpha und Omega, Ursprung und Ziel aller Dinge, der auferstandene Herr. Und sicher könnten wir die Liste noch weit fortsetzen. Und neben diesen Eigenschaften aus der Bibel oder auch als Bestätigung dieser Eigenschaften finde ich folgende Frage spannend. Wo hast du Gott schon erlebt? Wo kannst du Gottes Eigenschaften aus eigener Erfahrung bestätigen? War er für dich schon Versorger, vielleicht Tröster, Friedensbringer, Heiler deiner Seele, Hirte, derjenige, der deine Füße auf weiten Raum stellt? Ich möchte uns kurz Zeit geben, diesen zwei Fragen, ihr seht sie hier vorne, auch nachzugehen. Wo hast du Gott schon erlebt? Wo kannst du Gottes Eigenschaften aus eigener Erfahrung bestätigen? Und nicht nur selbst für euch die nachzugehen, sondern die auch zu teilen mit euren Sitznachbarn, wenn ihr möchtet. Dafür kurz Zeit. Helfen diese Fragen dabei, dass Anbetung für mich auch was ganz Persönliches wird, wo ich eigene Erfahrungen hineinlege in das, was ich an Anbetung zum Ausdruck bringe. Und ich bin auch überzeugt, dass das Teilen dieser Erfahrungen, der Austausch uns gut macht, weil er uns gut tut, weil er uns Mut machen kann, selbst auch Großes von Gott zu erwarten, wenn wir hören, was andere mit Gott erlebt haben. Und ich wünsche uns, dass wir das auch als Gemeinde kultivieren und immer wieder ganz einander auch diese Fragen stellen. Wer ist Gott für dich und wie hast du ihn schon erlebt? Ich habe lange an einen Gott geglaubt, von dem ich viel gehört habe, weil andere Menschen von ihren Erfahrungen erzählt haben. Und es hat mich neugierig nach mehr gemacht. Und nach durfte ich dann auch immer mehr meine eigenen Erfahrungen machen. Lasst uns in diesem ermutigenden Austausch bleiben. Und ich habe euch zwei konkrete Alltagsanregungen versprochen. Hier kommt Nummer zwei. Lasst uns anbetende Haltung einnehmen. Was meine ich damit? Ich bin überzeugt und ich mache es selbst auch sehr, sehr gern, dass ich Lobpreis einfach genieße.
Aber reines Genießen führt uns in der Regel nicht in eine anbetende Haltung hinein. Denn Anbetung ist auch etwas Aktives oder vor allem etwas Aktives, Ausdruck zu geben von durch innerliche und äußerliche Haltung, das ist eine Anbetung. Und wir finden in den Bibeltexten zum Teil auch Haltungen, wie Menschen Gott anbeten. Beim himmlischen Lobpreis gehen die 24 Ältesten in gewissen Momenten auf die Knie. Eine Haltung der Ehrfurcht und der Hingabe. David tanzt vor Freude. Vor Freude an Gott und seinen Taten. In dem Psalm heißt es in einem Psalm, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Weil der Psalmist seine Hilfe von oben erwartet. Eine aktive Haltung erwartet Hilfe von demjenigen, der Himmel und Erde geschaffen hat. Manche Menschen heben aus demselben Grund die Hände oder halten sie offen vor sich. Gott ist mein Versorger, mein Helfer. Andere heben die Hände als Deklaration, als Ausruf oder zeigen mit dem Finger nach oben, so ist mein Gott, er ist heilig, er ist würdig. Oder auch einfach nur zu stehen, ist auch ein Ausdruck von Ehrerbietung. Natürlich können wir diese Haltung auch alle in unseren Gedanken einnehmen. Und ich kenne es selbst, mein Knie war jetzt eine Weile verletzt. Aus gesundheitlichen Gründen kann man manchmal auch nicht lang stehen oder sind gewisse Haltungen wie Knien gar nicht möglich. Aber ich lade uns dazu ein und möchte uns Mut machen, das immer wieder neu auch auszuprobieren, solche Haltungen aktiv damit vor Gott zu kommen und Anbetung auszudrücken. Und uns darin auszuprobieren, auch wenn es erstmal ungewohnt sein kann. Ein letzter Punkt zur irdischen Anbetung. Geht Anbetung eigentlich immer? Anbetung unter Tränen. Gott hat uns geschaffen, damit wir ihn anbeten. Und er hat uns Menschen nicht als Marionetten gemacht. Wir können uns also entscheiden, Gott zu anbeten oder nicht, auch wenn es sicherlich Phasen gibt, in denen unsere Entscheidungskraft stärker oder auch schwächer ist. Und im Gegensatz zur himmlischen Welt, dieser himmlischen Anbetung, leben wir noch in einer Welt voller Schmerz, Leid und Verlust. Das heißt, wir erleben Zeiten, in denen uns ganz und gar nicht nach Anbetung ist. Bill Johnson, ein US-amerikanischer Pastor, der hat da neulich was zu gesagt, der sieht da drin eine große Chance. Das hat er gesagt, nachdem seine Frau, die kürzlich an Krebs verstorben ist, hat er diesen Satz gesagt, im Schmerz Gott zu anbeten ist etwas ganz Besonderes, weil wir das nur auf der Erde und als freie Wesen tun können. Im Schmerz Gott anzubeten, ich habe noch einen weiteren Punkt, das wäre zu früh nach vorne zu kommen. Im Schmerz Gott anzubeten ist etwas ganz Besonderes, weil wir das nur auf dieser Erde und nur als freie Wesen tun können. Wir können uns dazu entscheiden, Gott in Schmerz und Leid dieser Welt anzubeten. Eine starke Aussage und gleichzeitig unglaublich herausfordernd. Gott im Schmerz anbeten, in dem Schmerz und Leid, was wir doch glauben, dass er das hätte verhindern können. Jesus wird uns wahrscheinlich mit feuchten Augen angucken und sagen, ich weiß, wie schwer das ist, aber es wird dir gut tun. Denn Gott im Schmerz anzubeten, leugnet nicht den Schmerz, sondern nimmt ihn ernst. Aber gleichzeitig richtet es auch die Hauptperspektive vom Schmerz weg, auf den, der es gut mit dir und mir meint. Auf den Gott, der derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, auch wenn Umstände sich verändern. Auf den Gott, der Fragen unbeantwortet lässt, aber der den Schmerz teilt und Gutes wachsen lassen will. Letztlich ist Anbetung unter Tränen ein ganz besonderer Ausdruck, Gott vertrauen zu wollen. Ich habe in einer schweren Zeit bei mir so manches Lobpreislied als Gebet gesungen und nicht direkt als Anbetung. Zum Beispiel die Zeile, Gott, ich vertraue dir, gesungen als, boah Gott, hilf mir zu vertrauen. Papa, ich will das glauben, hilf meinem Unglauben, hilf mir, dich zu ehren. Du bist allmächtig, du bist der König, du machst alles neu, ich will das glauben. Und ich bin überzeugt, dass auch diese zweifelnde Anbetung unter Tränen Anbetung ist, und zwar eine ganz tiefe Form von Anbetung, weil darin wir einerseits zutiefst ehrlich sind und uns Gott hinhalten und Gott uns dann zuspricht, komm her, mein Kind. Bittende Anbetung, Anbetung unter Tränen. Es liegt große Kraft darin, wenn wir ausrufen, wer Gott ist, auch wenn uns die Umstände zu anderen Deutungen drängen wollen. Und damit sind wir ganz nah an einer letzten Haltung, mit der ich schließen möchte. Hingabe.
sagen, dass Hingabe die stärkste Form der Anbetung Gottes ist. Paulus schreibt über Hingabe in Römer 12, der erste Vers: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Paulus ist überzeugt, dass der Blick auf das, was Gott für uns, für seine Menschen getan hat, nur eine angemessene Reaktion haben kann. Vollkommene Hingabe, ein Selbstopfer. Eine ziemlich krasse Aussage und wahrscheinlich hatte Paulus dabei das Brandopfer im Tempel im Kopf. Bei den meisten Opfern im Tempel wurden nur einige Teile verbrannt. Beim Brandopfer hingegen wurde das Tier vollständig verbrannt. Paulus sagt also, Gott verdient rückhaltlose Hingabe mit allem, was wir sind. Hingabe ist Gottesdienst. Mit allem, was ich bin, nicht nur teilweise. Und ich finde, da steckt auch was unglaublich Schönes drin, weil das auch bedeutet, dass wir mit unserer Unperfektheit und unseren Begrenzungen uns Gott hingeben sollen. Und Gott sagt, genau so will ich dich. Ehrlich und ganz, wie du bist. Und wenn du dich in meine gütigen Hände hingibst, wirst du auch merken, dass du nicht bleibst, wie du bist. Wir können vieles hergeben. Unsere Arbeitskraft, unsere Zeit, unsere Zuwendung. Aber Hingabe ist was anderes als Hergabe. Hingabe bedeutet vollständig und rückhaltlos. In Ehrfurcht vor dem Heiligen und Allmächtigen und in Demut als seine geliebten Menschen. Und wer sich hingibt, der wird zum Gefäß Gottes auf dieser Erde. Und das darf auch Risse haben, sodass Gott durchscheinen kann. Thomas Harry schreibt in seinem Buch über die Kunst, sich selbst zu führen. Und ich schließe mit diesem Zitat zur Hingabe. Radikaler können wir uns Gott gegenüber nicht selbst führen. Ihr dürft jetzt nach vorne kommen. Radikaler können wir uns Gott gegenüber nicht selbst führen. Es verlangt von uns alles ab und verheißt zugleich alles. Es gibt in der Nachfolge von Jesus Christus und in der Beziehung zu ihm keinen wichtigeren Schritt für uns als diese tägliche Neuhingabe an Gott, den Herrn. Damit vertrauen wir ihm alles an. Leib, Seele, Gesundheit, unsere Fähigkeiten, Errungenschaften, unser Sein und Haben, Besitz, Wissen, Können, alles Erworbene und Erreichte, wir unterstellen es Gottes Herrschaft und seinen Zielen mit uns in dieser Welt. Wir schreiben dick darüber, heilige deinen Namen. Vereinnahme es für dein Reich, verwende es, damit dein Wille geschehe, in dieser Welt, im Himmel und wo auch immer du willst. Amen. Lass uns beten und ich lade euch dazu ein, aufzustehen. Herr unser Gott, du bist heilig, du bist würdig, du bist der König und du bist würdig, dass wir uns dir ganz hingeben. Und gleichzeitig dürfen wir uns deine geliebte Geschöpfe nennen, weil du uns große Ehre und Würde zusprichst. Und Heiliger Geist, es ist für uns als Menschen so schwer, das zu begreifen und in Worte zu fassen. Und wir danken dir, dass wir dich einladen dürfen, dass du uns neu zeigst, wer der Sohn ist. Und Jesus, dass du uns neu zeigst, wer der Vater ist. Und dass ihr uns in Anbetung führt. Gott, wir bitten dich, dass du uns immer wieder hilfst, auf dich zu schauen, auf deine Macht und deine Möglichkeiten und dich auch anzubeten, wo wir keine Worte finden, wo es uns schwerfällt, weil du Wollen und Vollbringen schenkst. Und deshalb bitten wir dich, auch in unserer Trauer, dass du uns hilfst, Worte der Anbetung auszusprechen, unseren Blick da auf dich zu richten. Und Herr, wir loben dich für diese Gemeinde und für dein Werk, was du hier baust. Beschenk du uns immer wieder neu mit deiner spürbaren Gegenwart, Herr. Dieses Haus sei weiterhin ein Haus der Anbetung, deiner Anbetung, in dem du allein verherrlicht wirst. Und Jesus, wir sprechen auch deinen Namen über dem Weltgeschehen aus. Danke, dass in deinem Namen Kraft ist und dass dein Name höher ist als alle Namen. Du bist der König, Friede fürs Tröster und Beistand. Und dein Reich komme in dieser Welt, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
For song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Thank you.
immer gut zu mir. Du bist der, der groß ist, der größte ist, der ja, uns hilft, alles zu überwinden. Du bist derjenige, der bei uns ist, auch im Tal. Und du bist der mit uns auf den Berg geht. Ich weiß, mein Gott hat gesiegt. Wie hoch die Mauern sind und Sorgen mich bedrängen. Ich weiß, alle Ketten zerspringen. Lehre mich immer mehr zu verstehen, wer du bist. Die Gewissheit tief in mir, dass du der Sieger bist. Ja, ich weiß, mein Gott ist größer, hält alles in der Hand. Und ich weiß, ich kämpfe meine Kämpfe, hält Sieger im Ewigkeit. Mein Gott ist ich weiß, mein Gott hat gesiegt. Wie hoch die Mauern sind und Sorgen mich bedrängen. Ich weiß, alle Ketten zersprengen. Lehre mich immer mehr zu verstehen, wer du bist. Die Gewissheit, dass du der Sieger bist. Ja, ich weiß, mein Gott ist größer, hält alles in der Hand. Und ich weiß, kennt meine Kämpfe, hält Sieger in Ewigkeit. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer.
Und ich darf euch den Segen noch zusprechen von unserem heiligen Gott und ich lade euch ein, dazu nochmal aufzustehen. Der heilige Gott, der uns geschaffen hat und uns kennt und uns liebt und der größer ist als alles andere. Dieser Gott, er segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Ja, und mir bleibt am Ende noch darauf hinzuweisen, auf die Kollekte am Ausgang. Wir würden uns freuen, wenn ihr die Gemeindearbeit unterstützt, in die Kollektenkiste oder auch eine Überweisung aufs Gemeindekonto ist möglich. Und wer vielleicht heute zum ersten Mal da ist und noch ein bisschen mehr erfahren möchte über die Friedenskirche, draußen im Foyer rechts an der Infotheke gibt es eine Begrüßungstasche und da sind auch Menschen, die Fragen beantworten. Einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.